Sicherheitsdirektor Elmar Marend, Sie sind damit beauftragt worden, die Ermittlungen in der Innenministeriumsaffäre zu führen. Für die Öffentlichkeit kam das doch sehr überraschend, für Sie selbst auch? Ja, für mich auch. Ich habe um 11:30 heute Mittag diese Botschaft mitbekommen und seither weiß ich es. Wie intensiv haben Sie sich bisher mit der Affäre im Innenministerium auseinandergesetzt? Also wie sehr sind Sie bereits drinnen in dieser Thematik? Ich bin absolut nicht drinnen. Ich habe so viele Informationen wie jeder Konsument von Zeitungen und Fernsehen. Und vielleicht noch einige weitere Informationen, aber grundsätzlich bin ich in der Sache nicht involviert und nicht informiert. Sie haben gerade vorhin gesagt, Sie sind selbst auch überrascht. Worauf führen Sie das zurück, dass ausgerechnet Sie damit beauftragt worden sind mit diesen Ermittlungen? Das kann ich nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Jetzt ist es ja ordentlich rundgegangen im Innenministerium in den letzten Tagen und Wochen. Haben Sie schon eine Ahnung, einen groben Überblick, wo Sie denn beginnen werden mit Ihrer Arbeit? Nein, ich werde in den nächsten Tagen mit dem fallführenden Staatsanwalt in die Gespräche eintreten. Wir werden dann die Sonderkommission einrichten und dann wissen wir, wohin die Gleise führen. Im Moment wäre das zu früh, wenn ich Ihnen Details bekannt gebe.